Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir sind hier immer noch in den Sümpfen von Satorl, wenn ich mich da recht erinnere. Und ja, machen uns einfach mal direkt auf den Weg zum nächsten Missionsziel. Ich möchte hier ungern so lange rumgammeln wie beim letzten Mal, als ich den Weg zur nächsten Stadt suchte. Ja, sind wir ja relativ lange rum, wie ich dann herausgefunden habe, dass wir in die Höhle mussten. Weil, glaube ich, beim Bein von dem guten Kerl, der Sumpfführer jetzt gerade befinden sollte, hier die Hüfte sein. Oh, der Hüfte ist ja feucht, verstehe. Auf jeden Fall. Oh, die Eulen müssen wir besiegen. Also, ich versuche mal langsam gegen Antis. Diese Nebulas wurde mir in den Kommentaren noch geschrieben, erstmal außen vor lassen, weil wir die momentan fast nichts ausrichten können, weil die so eine extreme Verteidigung haben. Versuch's mal kurz. Weil ein bisschen Damage machen wir den ja schon. Vielleicht kriegen wir sie ja irgendwie. Aber wirklich Damage machen wir auf jeden Fall nicht. So. Ganz umgeworfen. Ja, aber diese blöde Unmächtigkeitsattacke dauert viel zu lange. Solange wie die zum Aufladen braucht, dann steht der Gegner meist schon wieder auf. So, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass hier wird vermutlich leider die letzte Aufnahmesession von Xenoblade Chronicles sein. Oh, muss ich sagen. Wird doch wohl nicht geheilt. Letzte Aufnahmesession von Xenoblade Chronicles in dieser Woche sein. Was ein bisschen ärgerlich ist, weil ich definitiv heute nicht genug Parts für die komplette Woche aufnehmen kann. Das heißt, wenn ich heute, je nachdem, eben habe ich schon eine Aufnahme gestartet. Übrigens, da ist mir direkt das Programm verschmiert, da muss ich den PC neu starten. Das hat schon ein bisschen Zeit gekostet. Leider irgendwie steht es mit der Chronicle, das ist gar nicht so beschweren. Aber ich schau mal, weil ich möchte für heute gerne noch rendern und hochladen, den Part, den ich jetzt hier gerade aufnehme. Wenn das was wird, kann ich heute vielleicht maximal zwei Parts aufnehmen. Das bedeutet, am Wochenende wird wieder Xenoblade Chronicles ausfallen. Ich weiß nicht, wie ich nächste Woche zum Aufnehmen komme. Ich habe nämlich diese nächste Woche habe ich eine Prüfung und dafür habe ich dann aber den kompletten März frei. Was relativ praktisch ist, das heißt, ihr müsst vielleicht noch hier im Februar mit einigen Aussetzern von diesem Projekt hier rechnen, dass es ab und zu mal nicht kommt. Aber ich hoffe spätestens ab März, da ich dann wieder zwei Wochen komplett frei habe, werde ich die Zeit auf jeden Fall nutzen, um auch Xenoblade Chronicles wieder weit im Voraus aufzunehmen. Jetzt nicht weit im Voraus, aber auch mal wieder im Voraus aufzunehmen, damit ich auch mal wieder so ein, zwei Tage, in denen ich nicht aufnehmen kann, damit ich das auch mal wieder verkraften kann. Mussten wir nicht solche Eulen besiegen? Sitzen die darüber auf dem Baum? What? Okay, da hinten ist wieder ein Viech, was ich nicht angreifen sollte. Gegen euch möchte ich jetzt gar nicht unbedingt. Ich möchte lieber dem Weg mal folgen. Da ist noch so ein Level 83er Viech. Bin ich hier richtig? Diesmal wäre zum Glück ein Missionsziel auf der Karte angezeigt. Also weiß ich ja immerhin ungefähr, wo ich hin muss. Deswegen folge ich einfach mal den Weg, weil der in dieselbe Richtung zeigt. Also wie gesagt, jetzt hier im Februar kann es durchaus sein, dass nochmal das eine oder andere Mal das Projekt aussetzen muss. Spätestens in den ersten beiden Märzwochen werde ich auf jeden Fall so viel Zeit haben, dass ich Xenoblade Chronicles auch mal vielleicht so 10 Parts im Voraus aufnehmen kann. Dann kann ich zwar nicht mehr direkt auf die Kommentare eingehen, aber dafür müsst ihr das Projekt nicht immer direkt aussetzen haben. Außerdem denke ich mal, dass ich, wenn ich die ersten beiden Märzwochen wirklich komplett frei haben sollte, wie es nach es momentan aussieht, dass ich in der Zeit auf jeden Fall auch den einen oder anderen Livestream auch zu Xenoblade Chronicles bringen kann. Das heißt, auch da könnt ihr mir natürlich anstelle von Kommentaren sehr hilfreich zur Hand gehen und auch direkt auf das Spielgeschehen eingehen. Also ich denke mal so, in den ersten beiden Märzwochen, wenn mein Internet nicht wieder versagt wie beim letzten Livestream, kann man mit dem einen oder anderen Livestream rechnen. Ich weiß natürlich, dass viele von euch da Schüler oder arbeiten müssen. Das heißt, ihr werdet da nicht so die Zeit haben wie ich eventuell. Ach, jetzt wieder so ein Nebula-Vieh. Nee, komm, lass es. Sind wir entkommen? Ja, sind wir. Sehr schön. Also aktueller Plan sagt, wie gesagt, dass ich hier in den ersten beiden Märzwochen höchstwahrscheinlich dann
zu nahezu jedem Projekt, was ich momentan laufen habe, einen Livestream machen werde. Also, Fantasy Life ist ja schon fertig aufgenommen, aber alles, was dann noch laufen wird, da wird es bestimmt einen Zelda-Stream geben, da wird es bestimmt Xenoblade Chronicles Streams geben, da wird es bestimmt Livestream zu Kingdom Hearts und Co. geben. Also ich werde da Zeit haben und ich werde da viel aufnehmen in der Zeit und deswegen, oh, ein späteres Quest-Item wieder mal. Ein Wollstein. Drei von ihnen würden für genug Wärme sorgen. Okay. Und wie gesagt, das heißt, ihr müsst eventuell in dieser und in der nächsten Woche noch mit Ausfällen dieses Projekts rechnen. Aber spätestens Anfang März werde ich genug aufnehmen können. Um in dem März nicht, im März selbst nicht für Aussätze dieses Projekt sorgen zu müssen. Es tut mir sehr leid, aber wie gesagt, man lässt es sich anders mit regeln, dadurch, dass viele andere Projekte neu rauskommen. Und gleichzeitig noch meine Prüfungsphase jetzt gerade ist. Hat natürlich den Vorteil, dass die Prüfungsphase danach vorbei ist, und ich, wie gesagt, Semesterferien habe. Was durchaus praktisch ist für Let's Play. Ja. Ich kann mit einem Shower right now. Not bad. Not bad at all. Da hinten haben wir. Ah, da oben sitzt eine Eule im Baum. Können wir die irgendwie anvisieren und da runterschießen oder kommt die von alleine runter? Die kommt wohl nicht von alleine runter. Hallo, ich würde die da oben gerne anvisieren. Machen wir halt die Echsen hier. Wir hatten ja so einen schönen Auftrag mit den Eulen. Ich dachte, ich könnte jetzt mal schnell machen, aber irgendwie geht das Spiel nicht. Der Sumpf ist auch wesentlich größer, als ich am Anfang dachte. Also als wir reingegangen sind, vielleicht am Anfang auf das Lager trafen und so weiter und so fort, habe ich mir gedacht, oh, so groß ist der Sumpf gar nicht. Aber jetzt sind wir schon eine ganze Weile unterwegs. Und es kommt irgendwie immer mehr. Oh, das wäre so ein Nebula, da möchte ich jetzt also nicht kämpfen. Die sind schon tierisch nervig hier. Merkwürdig, dass das Spiel uns Gegner bevorsetzt, die auch ungefähr auf unserem Level sind, aber die wir momentan mit unseren Moves gar nicht besiegen können. Alles klar, gehen wir da. Oh, what the fuck? Sind wir hier richtig? Hier sind nur Level 80er Viecher. Aber unser Missionsziel zeigt dahin. Diesmal kann ich mich davon nicht verwirren lassen, dass sie starke Monster sind. Wenn unser Missionsziel ganz klar in die Richtung zeigt. Unwirtliches Moor. Oha. Aber die greifen, glaube ich, nicht an, ne? Zumindest haben die bislang nicht angegriffen. Ich denke mal, bei dem hier werden wir es jetzt erfahren. Ne, die greifen tatsächlich nicht an. Wird das Moor dann etwas später nochmal im Spiel relevant, wenn es diese vielen Level 80er Gegner gibt? Dann scheint das ja so fast zu sein, als wenn das hier so ein Gebiet für den Anfang und für das Ende des Spiels wäre. Also als wenn das hier später nochmal sehr wichtig werden könnte. Die blöde Drecksattacke braucht halt viel zu lange. So. Ich folge dem Weg, wie gesagt, einfach mal weiter. Es scheint uns auf jeden Fall durch dieses Moor zu führen. Woanders wird der Weg ja wahrscheinlich auch nicht für da sein, außer uns den Weg durch dieses Moor zu geleiten. Hier haben wir noch einen Wollstein. Und ein Klopfunruh. Was ist hier? This lamp. It has a very strange glow. It's a remnant of the High Entia. They've hidden themselves away in the upper reaches now. But at one time, they controlled this whole area. Good for them. It's the perfect place to get some shut eye. The lamp will keep the monsters away. We'll be safe if we rest here.
The breeze feels so good. It's so peaceful. You know, Shulk, I hope every day can be like this, always. You caused the Emperor Amphiora! Do you wish to change it? The future? Has it been that long? Dixon. 14 years since I found you on that mountain. Seems like yesterday. I owe it all to you. If you hadn't found me that day, I wouldn't be here now discovering the world. Forgive me, Shulk. Sorry I couldn't save your folks. Don't be. Now I think about it, that was when I found the Monado as well. This might be crazy talk, but maybe you and the Monado are part of some higher plan. I don't remember much at all. But I know that my mum and dad left me it. The Monado was their final gift to me. At least, that's how I used to think of it. That's why I want to discover its true power and help defeat the Mekon. But so far, I've just been creating piles of Mekon scrap. So you don't just want to study it in a lab after all? This sword. There must be some way. Finally decided to join us, Shulk. Sorry, guys. Didn't sleep a wink. Right then. Time to move on. How far now? We'll be there soon enough. The High Entia ruins are just ahead. Obelisk des Lichts. Oder heutzutage auch Laterne genannt. Unser Weg führt uns jetzt also durchs Wasser. Nee. Der Weg endet nur im Wasser. Unser Missionsziel zeigt jetzt plötzlich wieder in die Richtung, aus der wir hergekommen sind. Sehr merkwürdig. Dann gehen wir halt wieder zurück, beziehungsweise da hoch. Aber da gibt es keinen Weg hin. Das heißt, wir müssen uns jetzt abseits der Pfade bewegen. Oder auch nicht. Laut Map ist hier Schluss. Ogerhase. We can't lose. Make it a swift victory. I don't want anyone dying out there. Machen wir mal Ogerhasen platt. At last, we move at the same pace. Dunban, have you just noticed? I'm really feeling it. Sure, that's good. So. Alter, Hasen. Use a chain attack and finish this. My rifle is getting hotter. You okay? Okay, der Hase wäre ohnmächtig, aber das war dann drin anscheinend. Ich habe mich schon gewundert, warum soll ich dem Hasen helfen, aber das ist schon mal so. So macht es natürlich mehr Sinn. We make a great team. Ja, jetzt haben wir das Problem, wie soll ich denn jetzt zu dem blöden Ziel da hinkommen? Das ist auf der anderen Seite, hier geht's irgendwo durch. Hier sind nur Kackhasen. So.
Das hätten wir. Let's keep on going like this, guys. Ja, Hasen verprügeln ist natürlich ein ganz gutes Hobby, was wir jetzt hier haben. Er bringt uns auf unserem Weg irgendwie nicht weiter. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier noch kurz Level 27, wenn wir hier gerade eh schon Hasen prügeln. Jetzt machen wir mal kurz euch drei hier noch platt. Right! Let's do this! Don't let a single one escape! Make it a swift victory! Okay, chain attack time. So, dann haben wir den schon mal platt. Die 27 sollten wir jetzt nicht weit kriegen und dann den Weg rausfinden. Jetzt müssen wir dann doch durchs Wasser. Doch einfach dem Weg folgen. Dann sind wir bei dem Sumpf. Da kann es deswegen sein, dass der Weg jetzt einfach mal natürlich vom Wasser übermannt wurde. Es wird was, ich weiß nicht, ob es ungünstig gewählt ist, dass man den Sumpf ausgerechnet in diese Region hier platziert hat, das feuchte Gebiet. Aber ja, gut, wir sind ja immerhin noch auf einem riesigen Giganten. Ich meine, da kann natürlich auch so ein feuchteres Gebiet in der Gegend haben. Das kann man natürlich wirklich auch. Ne? Aber egal, da wird man wahrscheinlich. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass man da sehr wohl drüber nachgedacht hat. Aber egal, wir sind erstmal alles platt. So, hier. Hasen. Ich möchte ungern Hasen in meiner Hüfte leben haben. Aber das ist dem Bionis wohl relativ egal, denn er scheint ja schon seit Jahren eine lieblose Hündin zu sein, wie es im Intro erzählt wurde. Dann kann es ihm doch egal sein, ob da Hasen wohnen oder ob da irgendwelche Leute in seinem feuchten Gebiet rumlaufen. Reicht doch nicht für Level 27, okay? Hätte ich jetzt von der Optik her gedacht, von der Größe des EP-Balkens. Gut, dann folge ich einfach mal dem Weg hier und ich hoffe, dass wir da einfach durchs Wasser dann weiterkommen. Aber die Items sind mir natürlich mit, wenn die hier kostenlos rumliegen. Ein Wasserstamm. Und ein Zitronenstein. 5 Zitronensteine sollten eigentlich reichen. Wir müssen sie so schnell wie möglich Zazadan bringen. Natürlich bringen wir die halt mal Zazadan. So, wer läuft nicht gerne einem reißenden Strom entgegen? Das mache ich hobbymäßig auch immer. Wenn ich irgendwo einen reißenden Strom, einen Fluss sehe oder so, dann gehe ich dem immer entgegen. Macht super Laune, auf jeden Fall. Stehen bleiben, wenn wir sogar ein bisschen weggetrieben. Aber eine Wasseräther-Ader gibt es hier immerhin. Lass mich da durch. Oh Gott, das ist eine Quälerei. Aber scheinbar müssen wir dem Fluss tatsächlich folgen. Beziehungsweise der Quelle des Flusses entgegenkommen. Wir müssen ja irgendwie zum Kopf und Wasser fließt ja bekanntlich nach unten. Also ist unser Weg nach oben gar nicht so schlecht. Aber hier ist Sackgasse. Oder können wir, da können wir in der Mitte durch. Alles klar, müssen wir doch weiter durch den reißenden Fluss. Ja, dort ist eine kleine Öffnung. Hey, wir sind Level 27, weil wir das Mauch-Schleusentor entdeckt haben. So. Da vorne scheint auch unser Missionsziel zu sein. Die Ruinen des alten Stammes, der hier mal gewohnt hat. Wohnen die hier immer noch? Steinerne Schwestern. Ach, Gegner aus der Entfernung anlocken gibt's auch. Gut, dass ich das jetzt erfahre. Können wir hier irgendwie Harmoniegespräch? Nein, mal wieder nicht. Können wir eigentlich grundsätzlich nie. The upper regions are through that entrance. You gotta go through Magna Forest first. Prison Island is at the Bionis Head, just above Magna Forest. It pains me to say it,
But this is the point where I turn back. I must see to the survivors, and I'm also very concerned about Colony 9. I understand. Thank you for everything. I might have said a few things I shouldn't have back in the mine. Forgive me. No, it's okay. I owe you my life, young man. I'll never forget it, heir to the Monado. Medic, will you stay with them? I want to help Shulk. The Mekon must pay for what they did. And I'm sure Gaddo is still alive somewhere. If he is, I have to find him. Find him for me too. Good luck. Sharla, I want to go with the Tharon. Are you sure? Yeah, I've never seen anything cooler than Shulk smashing Mekon with the Monado. But I'm just slowing you down. No way, kid. You just need to shape up like me. It's okay. I've made up my mind. Compared to you guys, I know I'm pretty useless. But that's cool. Because I know what I can do. I'm gonna go back to the colony and help the survivors rebuild their lives. You'll do us proud, kid. Good luck, Juju. Thanks. Shulk, Ryan, keep Sharla safe for me. Dixon, are you leaving too? The Mekon may be gone from Colony 6 now, but that doesn't mean we've seen the last of them. When they launch another attack, and they will, Colony 9's gonna need my help. Yeah. I guess you're really needed at the colony. This ain't the last you'll see of me. You should be all right for now. Look after the Monado. You can bet on it. We won't let the colony down. You'll make us proud, Shulk. You, on the other hand, need to buck up your ideas. How else are you gonna protect Shulk? Thanks for the heads up, Dixon. Good luck. See ya. Can't say I feel so good about deceiving these kids. What's that you say? Oh, just mumbling. Forget I said anything. Dixon. Was meint ihr damit? Wiederaufbau von Kolonie 6. Juju möchte die zerstörte Kolonie 6 wieder aufbauen. Vielleicht kannst du ihm behilflich sein. Schau doch in der Kolonie 6 vorbei, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Okay, erstmal haben wir hier noch weitere Aufträge von der Noppon AG. Ja, ich weiß, dass es hier viele von den Dingen gibt. Ach so, Verkaufsdienstleister oder was? Okay. Jetzt müssen wir vier Dingsbumse überall in Sator suchen. Die gehören auf Emblem, dort vor steinernen Schwestern. Dann könnt ihr nach oben. Okay. Die alte Zeremonie. Der Noppon sagt, dass du der dass nur der Initiationsritus der Hochirdische den Pfad zum Bionis Überkörper öffnet. Für den Initiationsrhythmus werden vier Zeichen der Reife benötigt. Suche im Sumpf von Sator nach ihnen, um den Ritus durchführen zu können. Ernsthaft? Wir müssen erstmal vier Ritualsachen finden, bevor wir weiter können. Ich habe mir jetzt schon gedacht, das wäre ja zu einfach, wenn jetzt nur noch ein Wald kommt, dann sind wir schon plötzlich auf dem Kopf. Da hat das komplette Bein länger gedauert, wie hier die Hüfte und Bauch und Kopf zusammen. Wir müssen jetzt erstmal vier Dinge finden, vier Embleme. Aber was meinte Dixon eben damit? Tut einem schon fast leid, diese Kinder so an der Nase herumzuführen? Sumpf von Sator. Könnt ihr mal kurz auf die Map gucken. Wir finden uns hier. Zwei Zeichen sind dort. Zwei Zeichen sind dort unten. Dann kann ich ja eigentlich mal kurz zum Obelisk schnell reisen. Hä? Ach, das ist kein Schnellreisepunkt, sondern ein Reisepunkt. Ich dachte, wir könnten schnell...